Die letzten Sommer zählen zu den heißesten und trockensten seit langem. Vor allem deutsche Winzer wie Familie Keller freuen sich darüber. Es ist pure Glück, wenn man so Trauben abschneiden darf, die so toll schmecken. Das ist wirklich, ist fantastisch. Doch nicht alle profitieren davon. Vielerorts haben vertrocknete Trauben zu hohen Ernteverlusten geführt. In der renommierten Hochschule für Weinbau in Geisenheim erforschen sie die Folgen der Klimaentwicklung. Eine Sache ist klar, es geht nicht mehr zurück. Diese Sommer wie 2018, die werden häufiger, die sind, wie es so schön heißt, gekommen, um zu bleiben. August. Wieder sind 30 Grad im Schatten. Drei Wissenschaftler der Geisenheimer Hochschule haben sich zu einem Rundgang verabredet. Wenn man jetzt Glück hat, fällt das alles raus. Wenn man Pech hat, wird es infiziert und dann gibt es noch Traubenfäule. Sie sind besorgt. Die Trauben im Versuchsfeld haben unter der vielen Sonne der letzten Woche sehr gelitten. Ein Phänomen, wenn man hier weiter guckt, dass man wieder hinten auch bei Rotwein, bei roten Trauben Sonnenbrand sieht. Die hat es natürlich ganz getroffen. Das heißt, das ist ein Totalausfall. Sie sehen, hier sind die Stiele geschädigt. Das heißt, davon bleibt nichts übrig nachher. Ob das hier das Jahr überlebt, ist hier fraglich. Also hier ist das ganz typisch, Sonnenbrand bei Riesling. Ganz typisch. So wie hier im hessischen Geisenheim sieht es in diesem Sommer an vielen Weinbauorten aus. Die Herausforderungen für die Winzer durch die Klimakrise nehmen zu. Die Bedingungen verändern sich. Manche profitieren davon. Das Weingut von Klaus Peter und Julia Keller bewirtschaftet Weinberge in Rheinhessen und an der Mosel. Manche Trauben wachsen dabei an besonders alten Reben und in höheren Lagen. Gut für das Klima im Weinberg. Die Kellers gehören zu den besten Winzern Deutschlands. Besonders ihre Rieslingweine sind international begehrt und erzielen immer wieder hohe Preise. Das passt so. Die andere bleibt zu. Okay. Das ist der rote, den kannst du so einladen schon bei Michael ins Auto. Aufbruchstimmung beim Weingut Keller in Rheinhessen. Julia Keller packt Probierflaschen des Jahrgangs 2018 ein für die jährliche Versteigerung der Prädikatswinzer. Und das hält sich so lange. Dann gehe ich jetzt ganz schnell hoch, mich umziehen. Und dann geht's los. Es ist ein sehr wichtiger Termin für das Weingut. Und trotzdem muss Julia Keller heute ohne ihren Mann fahren. Er muss in den Weinberg. Ab morgen soll es regnen. Einmal im Jahr treffen sich in Bad Kreuznach die besten Winzer der Region. Jedes Weingut hat ein paar Flaschen des letzten Jahrgangs mitgebracht, die hier nach einer Weinprobe versteigert werden. Guten Morgen, hallo. Ich will auch mal probieren, den Schuhwein. Ich darf sehr gerne einweihen. Sehr gerne. Das Gedränge ist groß. Zum ersten Mal wird der Wein des Hitzesommers 2018 ausgeschenkt. Julia Keller weiß, dass er gut geworden ist. Dann eröffnet der Ehrenpräsident des Winzerverbands die Versteigerung. Mit einem Hammer, der extra von Sotheby's aus London eingeflogen wurde. Wer bietet mehr als 32 da links? Weinhändler, Journalisten und Kunden sind aus der ganzen Welt gekommen oder bieten übers Internet mit. Zum ersten Mal zeigt sich, was die 2018er Weine wirklich wert sind. Jetzt kommt das Weingut Keller an die Reihe. Die Chefin muss nach vorne auf den Bieterplatz. Ladies and Gentlemen, langsam kommen wir zum Höhepunkt. 6 anderthalb Liter Flaschen ausgerufen, Schubertslei für 200 Euro, hier links übernommen. Herr Koch, 200 Euro will das Weingut mindestens haben, pro Flasche. Aber es gibt deutlich mehr Bieter als Flaschen. 400 bei Haber. 2000 Euro. 2000 Euro. Geboten bei Herrn Ress. 3-1. 3-1. 3-1. Entschuldigung. Harte Arbeit wird belohnt. Und das ist gut so. 700 Arbeitsstunden. Nur für die Ernte dieses Jahr. Also in 2018. Nein, gar nichts mehr. Wir haben nicht mehr. 4000 Euro bei Ress. 4000 Euro bei Ress. 4.550 Euro zum zweiten und 4.550 Euro zum dritten. Neuer Weltrekord.
Mehr als 4.500 Euro für eine Magnumflasche Riesling Kabinett aus diesem Weinberg an der Mosel. Es ist 6:30 morgens und ziemlich frisch. Klaus-Peter Keller teilt die heutige Lese ein. Bis mittags wollen sie fertig sein. Passt bitte auf, da geht 26 Meter runter. So really careful. It's not okay. It's not only fun. So we really have to be careful. Yeah. More easy to go up. Die Kellers haben einen internationalen Ruf. Deshalb kommen viele junge Menschen von überall her, um bei ihrem Idol Wein machen zu lernen. Heute sind 12 Helfer aus 7 Ländern hier, die nach den strengen Vorgaben des Chefs lesen. Traube für Traube. Natürlich alles per Hand. Klaus-Peter Keller ist glücklich. Die Arbeit eines Jahres hat sich gelohnt. Wieder einmal ist der Lesetag früher als in den Jahren zuvor. Die letzten Jahre, muss man schon sagen, das Wetter im Herbst ist in der Regel eher Spätsommerwetter mit kühlen Nächten. Und das bringt natürlich die Rieslingtraube dann auch perfekt zur Ausreife. Das war früher nicht immer so. Ob man da von Klimawandel reden kann, ich kann nur sagen, 1997 habe ich meine Frau am 2. Oktober geheiratet. Eine Woche später haben wir mit der Ernte angefangen. Heute fangen wir in der Regel schon 2 Wochen, 2,5 Wochen früher an. Und das innerhalb von 23 Jahren. Also wir haben schon das Gefühl, es wird früher, es geht schneller, weil die Jahre ein bisschen wärmer sind. Der Weinberg ist eine Steillage mit Rieslingreben, die über 100 Jahre alt sind und sogar die Reblausplage überstanden haben. Bei den Kellers wird alles in Handarbeit gelesen. Jede Traube dabei akribisch untersucht. Schadhafte Beeren werden gleich an Ort und Stelle aussortiert. Die Arbeit ist sehr anstrengend, bei mehr als 60 Grad Hangneigung. Sie werden nur bis mittags lesen. Dann wird es zu heiß für die Trauben, die möglichst kühl im Weingut ankommen sollen. Wenn es den Beeren zu warm wird, beginnt der Gärprozess zu früh. Und den will der Winzer kontrollieren. Aus dem französischen Jura kommt Clémence Gébert. Sie macht ein Praktikum bei den Kellers. Ob die junge Frau später einmal als Winzerin in Frankreich arbeiten wird, hängt für sie noch mit den zukünftigen klimatischen Bedingungen zusammen. Denn in Südfrankreich ist es deutlich trockener als an der Mosel. Mir ist es wichtig, dass ich später mal nicht auf Biegen und Brechen Wein machen möchte. Wenn wir merken, dass das nicht mehr so einfach möglich ist. Für die Herstellung von Wein braucht man sehr viel Wasser. Wenn wir dann aber auch noch zusätzlich bewässern müssen, um reife Trauben zu erhalten, dann ist das doch großer Unsinn. Wenn wir es nicht mehr ohne Bewässerung schaffen, dann sollten wir auch aufhören, weiter Weinreben zu pflanzen. Denn das sollte doch am Ende eine natürliche Sache bleiben. Das wird auf jeden Fall ein großes Problem in der Zukunft sein. Gute Fahrt! Susanne Tittmann ist promovierte Biologin und forscht an der renommierten Hochschule für Wein- und Gartenbau im hessischen Geisenheim. Seit einigen Jahren schon untersucht man dort die Auswirkungen des steigenden CO2-Gehalts auf den Weinbau. In der sogenannten FACE-Anlage werden die Reben seit 2014 permanent mit klimaschädlichem Kohlendioxid besprüht. So wollen sie herausfinden, wie sich die Pflanzen verändern und damit simulieren, wie der Weinberg von morgen aussieht. Im Hochsommer kommt die Wissenschaftlerin fast täglich in die Anlage, um den Reifestand der Trauben zu kontrollieren und um Veränderungen der Rebpflanzen und des Bodens in der Anlage zu vermessen. Es sieht schon aus wie so ein UFO-Landeplatz, aber es ist wirklich der Weinberg der Zukunft. Also wir stellen hier die CO2-Konzentration, die Situation in 2050 dar. Was wir jetzt in den ersten Jahren gefunden haben, dass wir eine höhere Transpirationsleistung haben. Das heißt, die Rebe gibt mehr Wasser im Endeffekt oder verbraucht mehr Wasser. Aber ein höherer Wasserverbrauch ist natürlich in Jahren wie 2018 oder auch jetzt in dem heißen, teilweise heißen Sommer
nicht so förderlich für die Rebe. Heiße, trockene, zu sonnige Tage. Viele Trauben, besonders beim Riesling, vertrocknen am Rebstock. Sie leiden unter Sonnenbrand. Das führt zu hohen Ernteausfällen. Die gesunden Trauben untersucht Susanne Tittmann im Labor. Sie bestimmt dabei auch Reife und Qualität und legt den Lesezeitpunkt fest. Für Weintrauben unter Klimastress, die wir in der Zukunft wohl immer öfter haben werden. Jetzt haben wir 81. Das bleibt spannend. Wir lesen ja immer nach Gesundheitsgrad. Und eigentlich kann der Cabernet noch ein bisschen Öxel vertragen. Mal schauen, wie lange der durchhält. Die Klimaforscherin Claudia Kammann hat in Geisenheim einen eigenen Lehrstuhl, der sich mit den direkten Auswirkungen des Klimawandels auf die Pflanzen beschäftigt. Hallo. Sie ist auf die Laborergebnisse ihrer Kollegin angewiesen. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal Auffälligkeiten. Vor allem bei einem Wert, der den hefeverwertbaren Stickstoffgehalt im Traubenmost anzeigt. Hier zu zwei verschiedenen Zeitpunkten sieht man ganz gut, dass wir signifikante Unterschiede haben. Und das ist halt schon extrem. Du siehst ja hier, der höchste Wert ist irgendwo bei 80 und der niedrigste unter 40. Also das ist extrem niedrig, richtig? Ja. Also da haben wir dann das erste Mal vielleicht tatsächlich einen Unterschied, wie wir den schon lange vermutet haben. Ja. Also das heißt, jedes Jahr bringt jetzt eine eigene Art von Herausforderung mit. Und dieser Mix, sich daran anzupassen, das wird mehr als nur eine kleine Herausforderung. Denn wenn wir den Rebstock pflanzen, wollen wir den da mindestens 30 Jahre haben oder beernten. Und wir wissen aber, dass in 30 Jahren das Klima vollkommen anderes ist als jetzt. Und ich sag mal, wenn man hier Leuten, die seit hier wie Schloss Johannisberg, wo einfach der Riesling im Vordergrund steht und das seit Jahrhunderten und jetzt plötzlich mit der Idee um die Ecke kommt, man würde das alles in die Tonne treten und plötzlich komplett auf ganz andere Sorten schwenken. Ich meine, das wäre ein unheimlicher Verlust auch eines ganz, ganz langen kulturellen Erbes. Ganz im Süden Spaniens, in Andalusien, sind die Folgen des Klimawandels bereits deutlich spürbar. Im Sommer regnet es hier oft monatelang nicht, im Winter immer weniger. Die Böden sind ausgetrocknet. Nutzpflanzen gedeihen nur bei ausreichender Bewässerung, während nur wenige Meter weiter die Erde vertrocknet und aufbricht. Klimaforscher sprechen von Verwüstung. Und doch. Mitten in der trockenen Landschaft liegen nahe der Stadt Ronda 3 Hektar fruchtbares Land, ohne zusätzliche Bewässerung. Bepflanzt hat es der Weinbauer Friedrich Schatz. Friedrich Schatz schaut nach, ob er mit der Ernte beginnen kann. Vor über 30 Jahren kam der Schwabe hierher, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Mit dabei ein wenig Startkapital vom Vater und ein paar Lemberger Rebstöcke aus der Heimat. Eigentlich ist Friedrich Schatz ja gelernter Gärtner. Aber gerade das kam ihm hier zugute, denn gesunde Böden sind seine Grundlage für den Weinanbau unter der heißen Sonne Südspaniens. Böden, die er biodynamisch anbaut, gänzlich ohne Spritzmittel und Pestizide. Dafür aber mit grünen Pflanzunterlagen und vielen Kräutern, die den lockeren andalusischen Boden zusammenhalten. Sie haben hier einen schönen, brillig gesunden Geruch von einem Naturboden. Man könnte ihn essen. Also ich habe das auch ganz am Anfang gemacht, als wir hier uns niederlassen wollten. Das Erste, was wir machten, ist eben Boden in den Mund zu nehmen und zu essen. Und dann mit dem Speichel den Boden zu befeuchten und dann den Boden wirklich zu schmecken. Man kann es ganz gut unterscheiden. Es riecht einfach angenehm, frisch, fruchtig, naturbelassen. Und eben das Lockrige, das Leichte und trotzdem gleichzeitig nach einem Regen ohne irgendwelche Beschmutzung von den Händflächen. Also der Boden ist wirklich sehr schön. Und das ist einfach das Tolle. Es ist eine von den vielen Grundvoraussetzungen im Weinanbau, aber eben eine von den hauptsächlichen Sachen, die sehr wichtig sind. Die Nachbarn des deutschen Winzers haben ihn lange ausgelacht. Einen Verrückten genannt, der Unkraut stehen lässt. Doch Friedrich Schatz hat recht behalten. Seine Böden halten Trockenheit und starken Regenfällen bis heute gut stand. Und sorgen damit für Trauben von großer Qualität. Mitte August, über einen Monat früher als in Deutschland, werden hier die Beeren reif. Ein letzter Test.
schon ein richtiger knackiger Biss, also kein weicher Biss. Der Kern ist gut ausgereift, er wird schon trocken mit der Zeit. Und es ist ein wunderschöner Kaffeegeschmack im Mund, also sehr, sehr angenehm. Und dafür gibt es keine Messgeräte? Sagen wir so, es sind irgendwo Erfahrungswerte und irgendwo sind es Instinkte und irgendwo ist eigentlich das Anführungszeichen Fachwissen. Aber im Gesamten gesehen ist eben der Mensch als Anführungszeichen Testapparatur viel besser geeignet, weil er viel komplexer ist und die Sache viel besser abschätzen kann. Wenige Tage später ist es soweit. Familie Schatz erntet. Friedrichs spanische Ehefrau Raquel ist Yogalehrerin und hat sich extra freigenommen. Tochter Anne hat schulfrei. Und Mutter Edda ist extra aus Deutschland zum Traubenlesen angereist. So, und wie sieht's aus? Gut. Gut, also weitermachen. Prima. Macht ihr den unteren, dann mach ich den oberen. Alles läuft nach Plan. Dabei war die Ernte vor ein paar Tagen noch in Gefahr. Nur knapp blieb die Finca von Friedrich Schatz von einem Tornado verschont, der ganz in der Nähe für großen Schaden gesorgt hat. Für den deutschen Winzer aus Andalusien wäre ein Ernteausfall nicht so leicht zu verkraften gewesen. Der Schreck sitzt noch tief. Ein Freund hat ihm ein Video geschickt. Was ich von hier sehen kann, also es wurden da sogar Olivenbäume herausgerissen zum Teil. Es gab auch eine zweite Windrose, die da jetzt auch Boden gefasst hat. Also solche Sachen wie solche Tornados hatten wir jetzt früher noch nie davon gehört oder gesehen. Tornados und immer weniger Regen. Die Vorboten der Klimakrise. Dagegen ist jeder Winzer machtlos, selbst wenn er gesunde Böden hat. Es gibt einfach den Klimawandel. Wir können nicht mehr sagen, es gäbe ihn nicht. Das ist jetzt jedem klar. Man sieht diese Unwettergeschichten, die wir haben und auch die Temperaturverschiebungen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in 10, 20 Jahren wir dann vielleicht andere Rebsorten dazunehmen und vielleicht andere Rebsorten wieder nicht haben werden, weil einfach dann diese Extremzustände nicht mehr so gut sind für diese einzelnen Rebsorten. Im rheinhessischen Flörsheim-Dahlsheim hat der Sommer 2019 viele heiße Tage gebracht, aber am Ende dann auch den notwendigen Regen. Das Weingut von Klaus-Peter Keller besteht seit 9 Generationen und gehört zu den besten in ganz Deutschland. Gemeinsam mit Vater Klaus arbeiten hier 5 Jahrzehnte Erfahrung im Weinbau. Heute wird Spätburgunder oder auf Französisch auch Pinot Noir geerntet. So etwas gab es früher nicht, denn die Rotweintrauben wären unter der rheinhessischen Sonne meist gar nicht reif geworden. Heute aber scheint sie genug, manchmal sogar so viel, dass die Kellers aufpassen müssen, um nicht allzu süße Trauben zu ernten. Ja, wir wollen ja heute mit Rotwein fertig werden, aber die Reife ist sehr gut. Siehst du, schmecken auch wirklich. Ja, ja. Hoffen wir, dass sie nicht mehr als 95 Äxle haben, denn das wäre... Nee, das wird passen. Wir sind glücklich darüber, dass es etwas wärmer geworden ist. Denn als Kind weiß ich noch so gut, dass am speziell in unserer Lieblingslage am Dalsheimer Huberger da hinten, der liegt nun mal bei fast 250 Meter Höhe, da wurden die Rieslinge in vielen Jahren gar nicht richtig reif. Das hat sich geändert. Heute sind Winzer wie die Kellers bestrebt, die Traubenreife möglichst hinauszuzögern und das für den späteren Alkoholgehalt verantwortliche Mostgewicht moderat zu halten. Das geschieht zum Beispiel auch mit einer angepassten Bodenpflege und weniger Blättern an den Reben. Wichtig vor allem für heimische Rebsorten, die ein ausgewogenes und nicht zu heißes Klima brauchen. Das wird nicht leichter werden, sage ich mal. Aber man kann sich ja weinbautechnisch auch da ein bisschen drauf einstellen. Da gibt es immer noch Möglichkeiten. Wir werden die Möglichkeit nutzen, die Laubfläche, die Laubwand etwas kleiner zu gestalten, damit das Blattfruchtverhältnis geändert wird. Je mehr Blätter, umso mehr Assimilation, umso mehr Zucker. Wenn wir das ein bisschen reduzieren, können wir uns auch noch helfen. In die Richtung werden wir auf alle Fälle mal gehen. Und von daher mache ich mir da keine Sorgen. Wir sind im Moment noch auf der Gewinnerseite. Ob das in 30, 40 Jahren noch so aussieht, weiß man natürlich nie. Aber
ich würde sagen, für den Moment ist deutscher Wein so gut wie noch nie, weil die Trauben regelmäßig reif werden. Inzwischen, früher hat man immer gesagt, der deutsche Weißwein ist sehr, sehr gut, aber Rotwein, den kaufe ich in Italien, Spanien oder Übersee. Das ist nicht mehr so. Wenn man sieht, wie gut die deutschen Spätburgunder, wie gut auch die Merlots, die Syrahs, die Cabernets inzwischen in Deutschland reif werden. In Deutschland wächst alles, was das Herz begehrt. Klaus-Peter Keller stellt sich auf den Klimawandel ein. Mit neuen Methoden im Weinberg, aber auch mit höheren Lagen an unterschiedlichen Standorten für weitere heiße Sommer. Wir müssen die Böden gesund halten und müssen einfach schauen, dass wir die Weinberge in bestem Zustand an die nächste Generation übergeben. Insofern macht man sich da schon viel Gedanken. Und natürlich auch viel Gedanken, wie ein Klimawandel auf die zukünftige Entwicklung des Weinguts sich auswirken könnte. Und die nächste Generation steht schon in den Startlöchern. Sohn Felix ist 22 und will später einmal das Weingut Keller in 10. Generation führen. Seine Ausbildung hat er bei einem Spitzenwinzer in der Pfalz absolviert. In wenigen Tagen beginnt sein Studium in Geisenheim an der Weinbauhochschule. Heute muss er sich ranhalten, denn Regen ist angesagt. Und da sollen noch möglichst viele Trauben verarbeitet werden. Das erste Semester beginnt. Felix Keller auf dem Weg in den Hörsaal. Wenn sich die Zelle dehnt und streckt. Grundlagen der Pflanzenkunde. Genau wie vor 25 Jahren bei Felix Vater Klaus Peter, der in Geisenheim ebenfalls Weinbau studiert hat. Und der ganze lebende Teil, das Zytoplasma, ist im Prinzip als dünner. Auch bei ihm. Bei Professor Hans-Rainer Schulz, Winzer, Önologe, Forscher und Präsident der Hochschule Geisenheim, auf dem Weg zum Anschauungsunterricht mit einem Rebstocktrieb. Schulz hat an Universitäten in Australien, Frankreich und Kalifornien gelehrt. Sein Forschungsschwerpunkt sind die Auswirkungen des Klimawandels auf den Weinbau. Für manche seiner Studierenden ist das immer noch ein neues Feld. Die meisten, selbst wenn sie aus dem Weinbaubetrieb kommen, denen sind diese Zusammenhänge meistens nicht so ganz klar. Das passt zu unserem Thema da oben, was ich an die Wand geschmissen habe. Es geht um die Verschiebung der Klimazonen für den Weinbau. In Dänemark oder auch in Norwegen Versuche mit Weinbau haben. Aber immer weiter wird der Weinbau in Richtung der Pole wandern. Weine aus Skandinavien werden in Zukunft normal sein. Weine aus Deutschland oder Frankreich werden sich verändern, während es im Süden Europas immer schwieriger wird, überhaupt Wein zu produzieren. Den Präsidenten der Hochschule Geisenheim beunruhigt dabei vor allem die Geschwindigkeit, mit der das alles geschieht. Der 2018er, das ist das an Jahrgang, wenn wir nur die Durchschnittstemperatur von April bis Oktober nehmen, das ist kardinal wichtig für den Anbau. Das ist der Jahrgang, wo wir vor 20 Jahren die Simulationsmodelle laufen lassen haben und gesagt haben, das ist 2050. Wir haben 2018 den Durchschnittsjahrgang des Jahres 2050 im Glas. Deutsche Rieslingweine wird es für Professor Schulz auch in Zukunft geben. Da ist er sich sicher. Wenn sich der Klimawandel allerdings weiter so schnell verstärken wird, dann wird es schwer für den bei uns so geschätzten Wein. Ich glaube, wenn wir dahin kämen, also dass wir bei uns wirklich dann im Schnitt 2 oder wirklich 3 Grad mehr hätten, da haben wir auf dem Planeten ganz gewaltige andere Probleme, die uns dann die Frage nach einer Rebsorte relativ nachgängig erscheinen lassen werden. Beim Weingut Keller kommen heute die letzten Riesling-Trauben des Jahres auf den Hof. Es wird wieder ein guter Jahrgang werden. Nicht so viel wie im Jahr zuvor, doch die Qualität stimmt alle zufrieden. Julia und Klaus-Peter Keller haben wieder Zeit fürs Büro. Die Buchhaltung und auch ein paar Anfragen für ein Praktikum liegen auf dem Tisch. Vor einigen Jahren hatte sich hier eine junge Norwegerin beworben. Dort liebt man deutschen Riesling und sie wollte unbedingt wissen, wie man ihn macht. Aus dem Praktikum ist eine Freundschaft entstanden.
und ein gemeinsames Projekt. Im Grunde genommen hatten wir vor über 10 Jahren mit der Anne Engraf eine unheimlich begeisterte Praktikantin, die immer trauriger wurde, als die Zeit hier in Dalsheim zu Ende ging, weil sie gesagt hat, wenn ich zurück nach Norwegen komme, habe ich ja überhaupt keinen Riesling hier. Und über mehrere Gespräche hat sich dann die Idee entwickelt, Mensch Anne, wenn du nach Norwegen gehst, kommt eben auch der Riesling nach Norwegen. Und das haben wir dann umgesetzt, sind in den Flieger gestiegen und haben da oben einen Riesling-Weinberg gepflanzt, mit einigen Frühburgunderstöcken auch. Vielleicht würde es ja irgendwann etwas werden mit dem Riesling aus Norwegen. Doch dann kam alles schneller. Im letzten Jahr gab es dort die ersten reifen Weintrauben. Seitdem tauschen sich Anne Engraf und Klaus-Peter Keller regelmäßig aus. Hi Anne! Hi Anne, wie geht's dir? And how are you? Mir geht's gut. Und dir? Excellent. Hervorragend. Unsere Ernte ist fast drin. Wie ist das Wetter in Norwegen? Gerade ist es sonnig, aber es war wirklich kalt am Wochenende. Wir hatten Schnee. Der Weinberg ist nicht so reif wie letztes Jahr. Ja, das habe ich mir gedacht. Der Sommer war kühler. Letztes Jahr war wirklich außergewöhnlich. Ja, es ist eher ein normaler Sommer. Aber dafür sieht es mit dem Frühburgunder wirklich gut aus. Wenn alles gut geht, wird bald in Norwegen gelesen. Klaus-Peter Keller will versuchen, dabei zu sein. Ich schaue, dass es klappt. Anne, tschüss, tschüss, ich umarme dich. Tschüss. Bye, bye. Es ist November geworden. In Deutschland ist die Lese längst beendet. Doch mehr als 1000 Kilometer nördlich von Dalsheim steht noch eine bevor. Anne Engraf, die ehemalige Praktikantin der Kellers, hütet den kleinen Weinberg im Garten ihrer Eltern im norwegischen Kristiansand wie einen Augapfel. Auch in Norwegen waren die Temperaturen 2018 extrem hoch. Dazu hatte es kaum geregnet. Am Ende des Sommers trugen die Rieslingreben aus Rheinhessen tatsächlich reife Trauben. Ich hätte das nicht erwartet. Wenn ich ehrlich bin, war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet, reife Trauben zu bekommen. Als das dann 2018 plötzlich passierte, und für mich war das plötzlich, musste ich erst mal alles organisieren. Eine Weinpresse besorgen und alles, was man so braucht, um überhaupt Wein zu machen. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas möglich sein würde. Ich war völlig überrascht. In diesem Jahr war das Wetter nicht so beständig. Ihre Rieslingtrauben haben es nicht geschafft, genug Mostgewicht zu sammeln. Jetzt werden die Tage so kurz und die Nächte so kalt, dass es nichts mehr wird mit einem norwegischen Riesling von 2019. So wie früher manchmal auch in Deutschland. So ist das hier nun mal in Norwegen. Du erlebst ein Jahr einen normalen nordischen Sommer und im nächsten Jahr ist es dann eher so wie in Südfrankreich. Aber das Wetter wird extremer werden. Gerade 2018 war das Problem nicht die eigentliche Traubenreife, sondern die Trockenheit. Wir hatten so wenig Wasser, es war so trocken, dass der Reifeprozess aufgrund von Wassermangel aufhörte. Ich hätte wirklich niemals gedacht, dass so etwas zu einem Problem werden könnte in einem Land wie Norwegen. Im nächsten Jahr wird Anne Engraf es wieder versuchen. Vielleicht gibt es ja dann genug Sonne, etwas Regen und einen warmen Sommer, auch wenn das eigentlich nicht so richtig zu Norwegen gehört. Es ist ein seltsamer Zwiespalt. 2018 konnte ich es kaum erwarten. Der Sommer begann so früh, es war so heiß und ich war so aufgeregt. Wir werden endlich reife Trauben haben. Das ist so unglaublich. Was für eine Sensation. Aber dann hat das auch wieder diesen düsteren, apokalyptischen Unterton, weil es ein Zeichen dafür ist, dass sich auf der Welt etwas verändert, was wir nicht wirklich wollen. Thank you.